allein gekommen. Ich habe euch jemanden mitgebracht. Darf ich vorstellen, das ist mein neuer Praktikant, Fritz. Stell dich mal vor, Fritz. Guten Abend. Was hast du mir eigentlich gesagt? Ja, ich habe Ola gesagt. So sagt man in Portugal, wenn man jemanden begrüßt. In Bochum? In Portugal. Unsere Prinzessin Anna, die kommt ja aus Portugal. Sie und unser Prinz Heinz besitzen die Tankstelle und Aule Werkstatt mit Bistro. Ich habe doch gegenüber von denen auch eine Werkstatt mit Tanke aufgebracht. Aber eine in Blau, von Aral, nicht in Rot, die vom Prinzen war. Ja, bei uns ist alles rot, bei uns ist alles rot. Ganz, ganz hier rot. Ja, die haben eine rote Tankstelle voll zum Teil. Sind im rot-weißen Karnevalsverein und wahrscheinlich auch bei der SPD. In fast allen rot-weißen. Und dann Anna verkauft lauter roten Kuchen. Kirschkuchen, Himbeerkuchen. Oh, Erdbeerkuchen. Und du hast eine blaue Tankstelle. Bist bald blau-weiß, hast einen blauen Buchstein. Bist schon am frühen Morgen blau. Lass mich mal genau gucken, ob du nicht auch noch blau auf hast. Willst du nicht deine Tanke blaue Lagune nennen? Ja, das ist eine gute Idee. Stell dir mal vor, unser erster Vorsitzender, der Jürgen, der wollte im Dezember ein Tier in der blauen Lagune tanken. Da hatten die aber keinen Sprit mehr. Da ist er mit dem Bus und dem Reservekanister nach Ehren gefahren, war bei Rot tanken und ist wieder mit dem Bus und dem vollen Kanister in der Plastiktüte zurück. Hoffentlich hat die nicht gemeint, es wäre nur so ein Attentäter. Das muss ja früher Bild gewesen sein. Aber da kannst du mal sehen. Jetzt hört gut zu, ihr Leute. In Ehren gibt es Sachen zu kaufen bei Rot, die man in Trier nicht mehr kriegt. Ola Amidorina. Wie Ola? Ja, ich habe die taffe Prinzessin begrüßt, so wie du zu mir gesagt hast, wie ich dich begrüßen soll. Oh ja. Da, heute Abend ist hier aber richtig etwas los. Ja. Mein lieber Mann. Also, hier treibt sich ja alles um, was Rang und Schulden hat. So was sagt man nicht, da darf man höchstens denken. Hallo. Sag, oh, guck mal, da wäre ein da ist. Berti. Oh, guck, da vorne ist auch der Pastor mit seiner Frau. Das ist mit seiner Frau. Das ist auch Ölers Marlene, unser Ehrenmitglied. Ach so. Aber die anderen Damen, die da sitzen, ja. Das ist sie bestimmt so, die Indianerin. Das ist die Frau von Pastor. Nein, das ist die Frau Rosenzweig, unsere Gemeindereferentin. So ein Pastor darf keine Frau haben. Der ist nicht verheiratet. Nicht so gut, aber wofür ist das denn gut? Also, ehrlich, das ist ja von allem Weltlichen ab. Trinken durften Sie ja. Heute Abend ist der Umsatz bestimmt gut. Ich bin ja der Schankleiter und freue mich, wenn viel Bier und Wein getrunken wird. So, du animierst die Leute zum Trinken. Also das will ich euch sagen, Jungs. Alkohol fördert nur das Wollen, nicht das Können. Bist du ruhig? Die Leute wollen sich amüsieren. Und jetzt halten wir erst einmal ein Bewerbungsgespräch ab. Wenn du die Lehre als heute Mechaniker machen
und bei mir ein Stift anfangen willst. Nicht Stift auszubilden, da heißt der Kreuz. Nein. Jetzt schneide ich auch längerfristig. Du meinst, welche Ziele ich habe in meinem Leben und was ich mir so vorstelle. Kurzfristig stelle ich dir mal Feierabend vor. Weil ich meine ja längerfristig. Ja, da war man eben schon, da schätze ich dann Wochenende. Nein. Ich meine doch so richtig langfristig. Urlaub ist das Allerbeste. Am besten lasse ich gleich den Rentner. Ah. Wie war denn dein Zeugnis so? Also, mein Papa hat gesagt, für so ein Zeugnis müsste Kulle gehen. Ich habe Mama gleich gesagt, Mama, ich weiß, wo die Lehrer wohnt. Komm, wir fahren hin. Also, kein gutes Zeugnis. Ich würde dich ja gern einstellen, aber ich habe ja keine Sozialräume. Was ist das denn? Ja, Pausenraum und Toiletten und so weiter. Oh, das macht überhaupt gar nichts. Da gehe ich nicht bei uns auf den Klo. Die hat ja auch ganz doll umgebaut. Da, ja, die hat sogar vor dem Klo so ein Drehkreuz, weißt du? So, wie auf der Autobahn, da geht man durch, weißt du, was rein. Ah, du meinst die von Sanicare, die kosten aber Geld. Ja, ja, stell dir vor, 70 Cent soll ich da mitbringen. Also, früher hat man noch Geld dabei gekriegt, wenn man auf dem Klo war. Aber heutzutage muss man noch Geld mitbringen. Wieso Geld dabei bekommen? Weil da stand doch immer so ein Teller mit Lebensgeld. Da hast du jemand verschwendet. Ja. Ah, ich habe ja so viel Schulden. Ich weiß gar nicht, wie ich die im Leben abbezahlen soll. Einer musste auf die Sparkasse gehen. Die Zinsen sind doch jetzt so billig. Ich kann es dir Geld leihen ohne Ende. Und wenn es um Geld geht, Sparkasse! Ja, schon die Sparkasse ist ein Ort, wo sie ein Geld leihen, wenn man beweisen kann, dass man keins braucht. Heißt das? Pass mal auf, jetzt sollst du schnell in die Werkstatt und holst mir einen Schraubenschlüssel. Also schnell laufen kann ich nicht. Da rutscht mir immer das Gehirn aus dem Ohr raus. Und überhaupt, was sind denn eigentlich für Typen, die da hinten hinter uns suchen? Da sitzt die Vizepräsidentin von Blau-Weiß und das Präsidium. Du meinst Chantal vom Theater. Das heißt immer im Nackelstudio. Naja, und die Präsidentin und den Prinz vom letzten Jahr, der Prinz Johannes, wo ist denn der? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Stell dir vor, ich hab was gehört. Komm mal ein bisschen dich dabei, weil ich dir das erzählen kann. Ich sag dir das im Ohr. Ich hab gehört, die zwei werden vom anderen Ufer. Oh, das sind private Dinge, die erzählt man nicht so vor vielen Leuten. Doch, die zwei sind vom Ufer. Das ist doch was ganz anderes. So was erzählt man nicht. Nee, das schreibt man auf Facebook. Oh. Pass lieber auf, was du sagst. Du blamierst mich ja. Sag bloß nichts Falsches, sonst kann dein Zahnweh aber ohne Kredit an Bahn tragen. Sag, in der Zeitung steht in letzter Zeit aber auch gar nichts mehr drin. Oh, mein Oma liest die Zeitung jeden Tag und braucht immer ganz lang dafür. Ich hab sie gefragt,
Ey, Oma, was stöberst du denn da immer so in der Zeitung so lang rum? Da sagt sie mir doch glatt, ich muss doch wissen, wer wieder Single geworden ist. Stell dir vor, der Präsident von Rot-Weiß will ein Gardemädel von uns Blau-Weißen heiraten. Er hat Suna einen Antrag gemacht. Auf Hartz IV? Quatsch, ein Heiratsantrag. Ah, hat der Stefan dann einen Antrag gekriegt? Du meinst wohl einen Korb. Weißt du, die Liebe macht blind. Ja, und plötzlich können alle wieder, die verheiratet sind, sehen. Unsere Innenministerin, dein Steffi Ehr, das hat schon wieder einen neuen Freund. So, das wusste ich ja noch gar nicht. Du meinst, das hat sich immer so ein bisschen tropisch anstellt. Wieso mit dem Imbiss, da trittst du auch ganz gut hin. Ja, aber bis jetzt habe ich immer geglaubt, bei einem Auto könnte einem überhaupt nichts passieren bei einem Gewinnauto. Ja, das hat ich gedacht. Jetzt überlegt es sich, wie ich denn schwanger werden könnte. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich habe mir für mein Auto eine neue Dachbox gekauft, für in Urlaub zu fahren. Und bringt das was? Echt praktisch, muss ich sagen. Man hört die Kinder kaum noch. Kinder machen Sachen. Sag eben, habe ich gesehen, wie deine kleine Schwester aus einer Pfütze getrunken hat. Dann ist es gefährlich. Dann kann man ja krank werden. Da sind auch Bakterien drin. Oh, da braucht ihr überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich bin ein paar Mal mit dem Roller durch die Pfütze gefahren. Bakterien sind jetzt all tot. In letzter Zeit treibt sich das Ordnungsamt ziemlich viel in die Augen. Ich habe schon ein paar Knöllchen bekommen. Seitdem lasse ich immer den Scheiben, wie ich erlaufe, wenn ich in der Kiltstraße im Parkverbot stehe. Das ist eine gute Idee. Da muss die Politik sich wenigstens sportlich betätigen. Wenn sie dir Protokoll mit der Scheibe wie ich erstecke, wir haben ja einen neuen Rebe, der gehört der Familie Bojanow. Letztens habe ich gehört, wie ein Mann den Herrn Bojanow gefragt hat, wie er denn am schnellsten zum Ehrenmark Krankenhaus kommt. Der hat geantwortet, er soll sich am besten an den Kreisel an der Kilnbrücke stellen und dann nochmal abwarten. Wie ich an den Kreisel kam, standen schon Katzen Dieter und Markus mit dem Rettungswagen da und sie waren den Mann schon am Einladen. Und in Achim kommt, sie stand da oben mit einem Fahrschüler und war Martin, ich hab doch gesagt, du sollst den Mann umfahren. Aus der Kirchstraße über den Rewe gezogen. Da schafft auch die Vorsitzende von Rot-Weiß, dann hier die Melcher. Ja, ja, das ist deine Topkraft. Letztens hat er den Dieter Volkmann unserem Ehrenvorsitzenden Blut abgeholt. Und mir hat er dann erzählt, mehr wie 6 Liter wären wir drin. Ja, und in ihrer, da hat sie sehr viel getan in den letzten Jahren. Wir haben mit Dachti unseren neuen Ortsvorsteher im Jackpot gewonnen. Letztens habe ich gehört, wie er gesagt hat, jetzt, wie mag ihr noch große gehen? Wir haben ein Problem.
Letztens habe ich geträumt, der Berti sorgt für politischen Nachwuchs. Seine Frau, der Mächtel, ist schwanger und kriegt Zwillinge. Da kannst du auch so lang klingeln, wie du willst. Da macht er nie Schwein die Tür auf. Und in dein Schwiegerneffe, den Dr. Goldbecker, der hat ja so einen sozialen Ader. Jetzt geht gerade von Haus zu Haus und sammelt für Schwimmbad in Ehren. Das hat euch doch gefallen. Ja. Ja, bei uns zu Hause waren auch zum Sammeln. Da habe ich einen Eimer Wasser mitgegeben. Dann kommt noch Großes auf uns zu. Wir verabschieden uns mit viel Radau und einem donnernden Erik Helau.